Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft. Das heutige Thema der Pressekonferenz ist, eine neue Umfrage hat ergeben, dass es massive Einbrüche bei Winterbuchungen gibt in Vorarlberg. Und wir berichten auch über die Reaktionen der höchsten Branchenvertreter in Vorarlberg auf die gestern verkündeten Maßnahmen, Covid-Maßnahmen der Bundesregierung. Die Gesprächsteilnehmer heute sind Markus Kegele, er ist Obmann der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft. Stefan Köb ist Obmann Stellvertreter dieser Sparte. René Madlena, er ist Obmann Stellvertreter der Fachgruppe Hotellerie. Und Mike Pansi als Obmann der Fachgruppe Gastronomie. Mein Name ist Peter Vogler und ich darf Sie heute begleiten durch diese Pressekonferenz und Ihnen auch diese Umfrageergebnisse, von denen ich eingangs gesprochen habe, präsentieren. Zuerst würde ich aber gerne Spartenobmann Markus Kegele fragen, was war denn der Anlass, der Grund für diese aktuelle Umfrage unter den Vorarlberger Hotelbetrieben? Zuerst ein herzliches Grüß Gott meinerseits und vielen Dank für das Interesse, das große Interesse an der Tourismusbranche. Vielleicht ganz kurz vorneweg. Wir haben die schwerste Krise seit Generationen. Was wir momentan durchmachen, gab es in unserer Generation und viele Generationen vorher noch nicht. Die Tourismusbranche übernimmt Verantwortung, und zwar Verantwortung in der Wirtschaft über die Gesundheit und leistet ihren Beitrag in Vorarlberg. Wir haben die Betriebe geschlossen. Wir waren im März schon geschlossen, im April geschlossen, im November geschlossen und wir bleiben auch jetzt im Dezember geschlossen. Eine Clusterbildung ist in unserer Branche nicht mehr möglich und wir leisten unseren Beitrag und wir machen das sehr gerne. Genau, Anlass für die Umfrage war welcher? Der Anlass für die Umfrage war, es gab viele Aussagen, sehr viele Spekulationen, keine klaren Fakten. Jeder wurde natürlich gefragt, das Thema ist riesengroß. Wie ist die Buchungslage? Es gab differenzierte Aussagen. Wir haben uns dann entschlossen als Sparte Tourismus im Land. Wir starten eine Umfrage. Wir haben 500 Betriebe erreicht. Von diesen 500 Betrieben haben über 40% geantwortet und mitgemacht. Das ist eine sehr hohe Zahl. Und jetzt haben wir eigentlich ein Ergebnis, das repräsentativ ist für uns und unsere vorigen Spekulationen und Anführungszeichen bestätigt. Ich übergebe gerne an Dr. Peter Vogler, dass er die Zahlen vielleicht kurz erklärt. Genau, also vielen Dank, Markus Kegele. Diese Umfrage, von der Spartenobmann Kegele gerade getroffen hat, die werde ich jetzt gerade noch projizieren auf einem Bildschirm, damit wir die Zahlen besser einordnen können und ich es einfach erklären kann. Als erwähnt wurde schon, wir haben einen großen Rücklauf gehabt, 36,15%, und wir haben auch eine breite Streuung vom 2-Stern bis zum 5-Stern-Betrieb und eine realistische Streuung auch der Klassifizierung der Betriebsarten, so wie sie in Vorarlberg vorkommen. Auch von den Betriebsgrößen sind also die kleinen bis mittleren großteils dabei gewesen. Also insofern auch hier eine gute Streuung der Beteiligung. Insofern ist es zwar kein repräsentatives Ergebnis, aber es ist ein gutes Stimmungsbild, das auch verlässlich ist. Hauptsächlich haben sich zwei Saisonbetriebe beteiligt, Ganzjahresbetriebe und Einsaisonbetriebe. Die wichtigste Aussage dieser Umfrage sehen wir hier. Das ist aus Sicht der Befragung natürlich die Buchungsvorschau in Prozent der Bettenauslastung. Und hier sehen wir ganz klar, für die gesamte Wintersaison Dezember bis April ist die derzeitige Buchungsvorschau, man muss dazu sagen, diese Umfrage wurde abgeschlossen, bevor die Bundesregierung die Maßnahmen verkündet hat gestern. Sie wurde also am Dienstagmittag abgeschlossen und lief also 5 Tage lang übers Wochenende. Und wir sehen hier bereits bevor es klar wurde, dass hier eine Sperre veranlasst wird für den gesamten Dezember bis erste Januarwoche, dass hier bereits das Bild ist, dass nur jedes siebte Hotelbett gebucht ist bis zum Ende der Saison.
In Vorjahren hatten wir hier Werte über 50%, also zum selben Zeitraum. November 2019 war die Prognose oder die Buchungsvorschau bereits, dass jedes zweite Hotelbett in Vorarlberg verbucht wurde. Also hier sehen wir doch einen massiven Einbruch der Buchungen zum derzeitigen Zeitpunkt der Buchungsvorschauen. Die Weihnachts- und Silvesterprognosen, die sind inzwischen hinfällig, weil natürlich die Sperre bis 7. Januar mindestens dauern wird, die Betriebssperre. Insofern wird es hier 0% Auslastung geben. Aber da wir die Umfrage vorher gemacht haben, finden sich die Werte hier noch. Und wir sehen das relativ pessimistische Bild bereits im Vorfeld dieser Betriebssperren, sodass eigentlich die Betriebe damit gerechnet haben, dass es hier zu Einbrüchen kommt. Und dass eigentlich diese Sperren schon realistischerweise vorhergesehen wurden, weil das sind letztlich Inlandszahlen, also die man nur mit Inländern erreichen kann, wenn überhaupt in dieser Höhe. Wir sehen dann aber wieder die realistischeren Zahlen, weil dann die Betriebssperren eventuell auch wieder aufgehen ab Jänner, dann Februar, März und April. Und hier haben wir auch immer noch von der Buchungsvorschau her Einbrüche im Vergleich zu Vorjahren von 40-50% zum Teil, also doch sehr, sehr massive Einschnitte, was die Buchungslage betrifft. Wenn wir da kurz ins Detail reinschauen, ist natürlich aufgrund dieser Zahlen klar, dass die Stimmungslage für die Wintersaison extrem schlecht bis sehr schlecht ist. Auffallend ist hier, dass, was ganz selten bei Umfragen vorkommt, dass keine Teilnehmerin oder kein Teilnehmer hier gesehen hat, dass es eine gute Geschäftsentwicklung oder gute Marktchancen gibt. 0%, keine Teilnehmerin, kein Teilnehmer schätzt die Marktlage für die gesamte Wintersaison derzeit gut ein. Nur 4 als gut und wir sehen natürlich die meisten als schlecht bis sehr schlecht. Aber ungewöhnlich ist schon, dass es hier keinen Optimismus mehr gibt, was die Wintersaison betrifft. Wir haben dann die Geschäftsentwicklung Marktchancen für die Sommersaison. Da sieht es schon wieder etwas besser aus. Da gibt es ein optimistisches Bild der Branche, der Betriebe, dass hier also die Mehrheit meint, es wird sehr gut bis gut, mit einem geringen Anteil sehr gut. Ganz klar ist auch, dass sich Aussagen aus dem Nachbarland von Politikern sofort auswirken aufs Buchungsverhalten und auf die Stornierungen. Wir sehen das an dieser Statistik, also sehr stark bis stark Wirkung auf Buchungsverhalten und sehr stark bis stark auf Stornierungen. Dann ist auch die Frage gewesen, wie zufrieden sind die Betriebe derzeit mit den Unterstützungsleistungsvorschlägen der Landespolitik? Da muss man dazu sagen, das wurde abgefragt, bevor eben die Bundesregierung gestern die Maßnahmen, die neuen, verkündet hat. Und bis zum Dienstagmittag waren die Betriebe also wenig zufrieden bis nicht zufrieden, beziehungsweise auf die Landespolitik bezogen und Bundespolitik leicht geringere, differente Ergebnisse, aber eher nicht zufrieden mit Bundespolitik als mit der Landespolitik. Wir haben hier noch vom Umsatzersatz abgefragt, bevor die Entscheidungen getroffen sind. Da wäre 80% natürlich als hilfreich, sehr hilfreich bewertet worden von den Betrieben. Aber auch ein sogenanntes Flexi-Modell, das jetzt hinfällig ist, da wäre es so gewesen, dass manche öffnen können, die öffnen wollen. Andere, die nicht öffnen wollen, Entschädigung bekommen. Das wäre auch als sehr hilfreich oder hilfreich eingestuft worden. Der Fixkostenersatz wird auch von den meisten als hilfreich bis sehr hilfreich bewertet. Der kommt dann ja ab 1. Januar. Und die Kombination Umsatzersatz 60% Fixkostenersatz ab 1. Januar passt die Lösung, die die Bundesregierung jetzt gefunden hat mit 50% Umsatzersatz, wird hier auch als sehr hilfreich eingestuft. Das kann ich vernachlässigen, weil es hat sich erübrigt, dass andere Lösungen 40, 20, 60% zum Teil als mittelmäßig bis schlecht eingestuft wurden. Da gehe ich aber gleich auf die nächste Folie, auch aus Zeiten aus Gründen der Kürze, dass wir Zeit sparen. Wir haben hier durchaus die Aussage schon gehabt, dass die Öffnung Mitte Januar wegen Risikoreisewarnung und so weiter von den meisten Betrieben vorhergesehen wurde, was jetzt ja auch die Lösung der Bundesregierung ist und eigentlich auch als die bevorzugte Lösung von fast einem Drittel der Befragten gesehen wurde, während Öffnung am 17. Dezember
natürlich auch einen gewissen Zuspruch hatte. Aber wir sehen schon, im Grunde war das eine realistische Einschätzung der Betriebe, dass es hier zu Einschränkungen mit Einreisen, Reisewarnungen und so weiter kommen wird. Und insofern hat die Branche hier schon vorhergesehen, was jetzt die Bundesregierung mit Maßnahmen nachvollzogen hat. Ganz kurz noch, ist eine sehr relevante Frage, weil ja durchaus Kritik war, auch in den Rückmeldungen, Textrückmeldungen bei dieser Umfrage. Uns fehlt Klarheit, uns fehlt Planungssicherheit, auch in den Aussagen der Regierung, wann geht es wieder los und dass alles so kurzfristig kommuniziert wird, war ja auch diese Woche wieder der Fall. Hier ganz klar der Hinweis der Branche, wir brauchen Vorlaufzeiten für die Rekrutierung von Mitarbeitern, also sicher 1 bis 2 Wochen, aber weniger als eine Woche, da wird es natürlich schon eng, aber wäre auch möglich, oder mehr als 2 Wochen. Aber wir sehen schon, dass es für die meisten wichtig wäre, mehr Vorlaufzeit zu haben. Dasselbe gilt auch für die Materialbeschaffung. Bis zu einer Woche sehen da die meisten als wichtig an, um handlungsfähig zu sein und einen Betrieb öffnen zu können. Soweit die wichtigsten Ergebnisse dieser Umfrage in aller Kürze. Und ich bitte jetzt Spartenobmann Markus Kegele um seine Stellungnahme dazu und zu den Maßnahmen der Bundesregierung. Bitte. Vielen Dank. Grundsätzlich ein herzliches Dankeschön auch an die Bundesregierung. Sie haben erkannt, dass unsere Branche momentan an der Substanz lebt und ums Überleben kämpft bis April. Wenn wir das schaffen bis April, dann würden wir alle über den Berg sein. Und ein Dankeschön nochmal für diese Hilfe. Dazu muss man auch sagen, Europa ist natürlich, also wir liegen in Europa unter den 5 besten Steuerzahlern. Und da bedanken wir uns natürlich, dass da auch was zurückkommt jetzt in dieser schwierigen Zeit für uns. Ansonsten geht es uns ganz klar um die Planungssicherheit. Diese haben wir jetzt bis 7. Januar. Deutschland hat verkündet, dass bis 10. Januar der Lockdown sein wird. Wir appellieren an unsere Politiker, eine Absprache mit den Nachbarpolitikern, damit es hier eine einheitliche Regelung gibt. Wann sperrt man die Grenzen auf? Wie funktioniert es mit der Quarantänepflicht? Wie geht es mit den Reisewarnungen? Diese müssen unbedingt versucht werden, wegzubekommen. Es wurde angekündigt, eine zweite Welle der Massentests. Und das wird passieren im Januar 2021. Was das für unsere Öffnungszeit am 7. Jänner heißt, werden wir auch wieder wahrscheinlich kurzfristig erfahren. Es wird auf jeden Fall eine komplett andere Wintersaison geben. Es sind momentan auch die Privatzimmer, die Ferienwohnungen geschlossen. Auch Airbnb, da gab es eine Grauzone, auch das wurde geschlossen. Es gibt eigentlich keine Ausnahme für Übernachtungen. Das Einzige sind die Geschäftsreisen. Die müssen allerdings gut begründet sein. Ein weiteres Thema sind natürlich die ausländischen Mitarbeiter. Mit der Verordnung wird anscheinend noch ausgearbeitet. Und für uns ist diese Schließung natürlich furchtbar. Wir würden gerne arbeiten, unsere Mitarbeiter würden gerne arbeiten, unsere Gäste würden gerne zu uns kommen. Es ist nicht so, dass wir jetzt einfach sagen, hurra, sondern wir waren darauf eingestellt, dass wir arbeiten können, dass wir arbeiten dürfen. Wir hätten normale, gesunde Auslastung. Und es liegt nicht an uns, dass die Grenzen dicht sind, dass es Quarantänebestimmungen gibt etc. Also ist für uns ganz wichtig, wir würden gerne arbeiten. Die große Gefahr, was wir haben, dass unsere Mitarbeiter auch sagen, jetzt habt ihr schon das zweite Mal zu, das dritte Mal zu, schon Monate zu. Wir wechseln die Branche und möchten eigentlich einen sicheren Job. Also die Planbarkeit gilt nicht nur für uns und unsere Gäste, sondern ganz spezifisch für unsere Mitarbeiter. Wir haben mit den Mitarbeitern ein ganz spezielles Know-how erarbeitet, die letzten Jahre, Jahrzehnte. Und das droht verloren zu gehen. Und das ist eigentlich unser Kapital. Und wenn wir das verlieren, dann haben wir eine riesen Hürde zusätzlich zu dem, was wir sowieso schon haben. Nochmal kurz, unsere Branche, bin ich sehr froh, wir leisten einen großen Beitrag zur Sicherheit und der Stabilität. Das oberste Gebot selbstverständlich ist die Gesundheit und dass wir alle gesund bleiben.
Ja, vielen Dank, Markus Kegele. Benny Madlener ist stellvertretender Fachgruppenobmann Hotellerie und ich darf dich kurz um eine Stellungnahme zu den Covid-Maßnahmen der Bundesregierung bitten. Ja, auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite her. Ich möchte mich im Großen der Markus anschließen. Auch noch ein recht herzliches Dank an die Bundesregierung. Die Unterstützung tut uns jetzt in erster Linie richtig gut und sichert ein sicheres Überleben für die nächsten paar Monate zumindest. Aber der Winter ist nicht vorbei und es folgen noch weitere Monate, wo wir auf jeden Fall eine Planungssicherheit brauchen. Wie geht es weiter? In erster Linie jetzt einmal, können die Mitarbeiter überhaupt anreisen mit diesen Quarantänebestimmungen? Was ganz wichtig ist, kommt ein Kurzarbeitsmodell für die Saisonsbetriebe, was man schon am Verhandeln ist. Das sind alles Dinge, die sind noch offen und noch geklärt werden müssen. Wie schon angesprochen, wir tragen alle Maßnahmen mit. Wir sind schon sehr lange oder schon wieder im Lockdown, speziell unsere Branche. Und wir möchten arbeiten. Wir hätten eine gute Auslastung gehabt, die ist jetzt leider nicht mehr gegeben. Jetzt hoffen wir auf die Zukunft. Erstens einmal, dass wir Planungssicherheit bekommen, dass wir wissen, wann können wir aufsperren, können wir sicher aufsperren, können wir unseren Mitarbeitern sagen, ihr dürft jetzt anreisen dass wir ihnen die Sicherheit geben, ja, wir haben einen guten Job für euch, bleibt bei uns, geht nicht in eine andere Branche und machen wir weiter so miteinander. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Betroffen von den Maßnahmen der Bundesregierung ist auch neben der Hotellerie natürlich die Gastronomie. Auch hier gibt es eine Sperre bis 6. Januar, bis Heiligdreikönig. Mike Pansy, wie ist die Lage und wie wirkt sich das aus? Was ist deine Stellungnahme als Fachgruppenobmann Gastronomie? Erstmal natürlich schöne Grüße auch von meiner Seite. Einen großen Dank fürs Interesse an der Vorarlberger Gastronomie. Es ist jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir diesen Rückhalt in der Bevölkerung haben. Und auch da möchte ich Danke sagen bezüglich der Genussgutscheine und anderen Maßnahmen, die wir setzen. Natürlich primär begrüßen wir sehr diesen Umsatzersatz von 50% bis Ende Dezember als sehr positives Signal, dass wir unsere Verpflichtungen den Mitarbeitern und den Lieferanten nachkommen können. Es ist aber schon so, dass diese ganzen Covid-Einschnitte massiv und schmerzhaft in der Gastronomie sind. Und wir möchten wirklich am liebsten arbeiten und schaffen und das tun, was wir am meisten können, ein Gastgeber sie. Was jetzt den meisten für uns natürlich bis mindestens 7. Jänner weiterhin nicht möglich sein wird. Was wir natürlich jetzt ganz klar schnell brauchen, ist, dass diese Entschädigungszahler, die im November sehr schnell und unkompliziert abgewickelt worden sind, jetzt im Dezember im gleichen Abwicklungsmodus schnell und unkompliziert passieren. Es ist ein kleiner Polster, der hoffentlich das Schlimmste in der Branche verhindert. Jetzt ist natürlich wieder ganz klar, wer rasch hilft, hilft doppelt. Wir brauchen im Detail aber sicherlich noch mehr Planungssicherheit für unsere Mitarbeiter, vor allem nach dem Jänner oder ab dem Jänner. Diese Woche hätten sicher tausende Mitarbeiter ihre Arbeitsstelle in der Wintersaison antreten. Wir selber als Unternehmer, als Gastronomen können wirklich offen gesehen keine klare Perspektive momentan bieten, wo die Reise angeht, was es auf verschiedenen Ebenen natürlich auf Herausforderungen bringt, wenn man jetzt zum Beispiel das Winterpraktikum hernimmt. Gerade Kochen oder Gastgeben sein kann man nicht mit Distance Learning lernen. Das sind unsere zukünftigen Fachkräfte und denen fehlt jetzt wirklich schon ein Dreivierteljahr von der Ausbildung. Also das sind wirklich Probleme und Herausforderungen, mit denen wir zusätzlich zum Kämpfen haben. Es ist ein Problem und wir müssen uns da wirklich jetzt langsam einen Stufenplan mit den Entscheidungsträgern und Stakeholdern überlegen, wie wir bis in April auch nicht tun. Auch bringt da nichts, dass wir jetzt derzeit Umschulungsprogramme für Tourismusmitarbeiter anbietet. Wir haben vor der Krise schon ein gewisses Fachkräftemangel und eine Krise gehabt.
Jetzt werden sicherlich welche durch solche Angebote abwandern. Die kommen dann natürlich eventuell auch nicht mehr zurück. Und bekanntermaßen trifft es das natürlich noch mehr mit den Fachkräften. Generelle Sorge ist natürlich schon, wie eingangs von Markus und auch von René geschildert, dass die Stimmung in der Branche momentan nicht gerade sehr gut und zuversichtlich ist. Und Gastgeber ohne Gäste zum Sie macht keinen Spaß. Es fehlt halt einfach das, was wir gern tun, was wir gut können, wo wir relativ viel Zeit und Geld, aber auch starkes Herzblut und Leidenschaft investieren, unseren Job zu machen. Und das tun wir gerne, das können wir und das möchten wir bald wieder tun. Mein persönlicher Appell geht natürlich an die ganzen Branchenkollegen. Es ist schwierige Zeit, das wissen wir. Heben bitte durch, es kommen wieder bessere Zeiten und wir alle, die den Vortrag gesehen haben oder Stefan, sind ganz klar für euch da, wir vertreten euch und tun alles, dass es nicht noch schlimmer wird und sind wieder tagtäglich auf allen Ebenen dran, für euch da zum Sieg. Danke. Ja, vielen Dank. Stefan Köp als Spartenobern-Stellvertreter und Stellvertreter für die Fachgruppe Gastronomie. Bitte dich um deine Stellungnahme. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag. Die Stellungnahme. Die Maßnahmen, die aktuell verkündet wurden, bedeuten für uns natürlich einen Komplettstillstand. Das tragen wir natürlich auch sehr, sehr gerne mit, in einer gewissen Hinsicht, wenn es die Experten empfinden, dass es der richtige Weg ist. Für uns steht natürlich die Gesundheit der Gäste, aber natürlich auch der Mitarbeiter an oberster Stelle. Und dementsprechend tragen wir sozusagen unseren Part der Pandemiebekämpfung so eben bei. Und die Umsatzentschädigung, die jetzt auch gekommen ist, sichert zumindest mal das Überleben der Betriebe bis eben des voraussichtlich endenden Lockdowns am 7. Jänner. Und man muss natürlich auch sagen, es ist so, dass sehr, sehr viele auch innovativ geworden sind, was auch sehr begrüßt wird und auch irgendwo ein Appell an die ganze Branche, an unsere Kollegen ist, dass man eben schaut, wo kann man gegebenenfalls doch auch unter diesen aktuellen Maßnahmen ein Konzept oder Umsatz generieren, sei es in Form von Takeaway, sei es in Form von Lieferservice oder auch verschiedensten Gutscheinkampagnen. Das ist sehr, sehr positiv, aber Branche anbelangt natürlich nicht für jeden das Richtige und somit dann auch, was eine Umsatzgenerierung ist, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und wie man es vorher schon angesprochen hat, der Winter geht noch ein bisschen länger als wir nur bis zum 7. Jänner und es braucht eben dann Lösungen und Planbarkeit, damit da eben auch ein Überleben not möglich ist, aber auch werden sehr, sehr viele Arbeitsplätze daran hängen. Und was uns natürlich ganz speziell wehtut, weil das auch ein Riesenthema war, die letzten Jahre, auch mit der Tourismusstrategie 2020, die jetzt ausgelaufen ist, dass einfach die Regionalität und die Qualität unserer Gastronomie, aber auch der Kulinarik ganz, ganz hochgeschrieben wurde, das wirklich in verschiedensten Projekten auch gepusht wurde. Und wenn man jetzt sieht, wie die Leute in der Mittagspause nicht die Möglichkeit haben, frisch gekochte Speisen zu konsumieren, weil sie schlichtweg einfach auch nicht die Möglichkeit haben, frisch zu kochen in dieser Zeit, sondern irgendwo von Fertigprodukten sich ernähren müssen, dann schmerzt das ganz speziell natürlich in einem kulinarischen Herz und in unserem gastronomischen Herz. Und da geht natürlich auch ein gewisses Kulturgut, Essen, ein wenig verloren oder beziehungsweise gerät in Vergessenheit, was speziell jetzt eben zu diesen herausfordernden Zeiten, glaube ich, jedem sehr, sehr gut hätte, wenn man ein bisschen Abwechslung hätte und eine gewisse Erholung dadurch, dass es eben am 7. Jänner dann losgeht. Schlussendlich ist es aber auch ein Appell an die gesamte Bevölkerung und an unsere Gäste, aber natürlich auch an alle Mitarbeiter, sich an diese Maßnahmen zu halten, damit eben die Infektionszahlen bis zum 7. Jänner so reduziert sind, dass wir möglichst mit wenig Einschränkungen dann aufsperren können und auch unserer Passion, nämlich Gastgeber zu sein, nachkommen können. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Ganz kurz war ein bisschen der Ton ruppig, aber wir haben es verstanden. Danke für die Stellungnahme. Also nur ganz kurz, war es schwer hörbar. Vielleicht noch kurz zusammengefasst die Fragen der Journalisten, die angekommen sind. Da ist die Frage, wirkt sich schon aus oder kann man schon vorhersehen, wie sich es auf die Arbeitslosigkeit auswirkt? Gibt es bereits Meldungen von Betrieben, die in finanzielle Not geraten sind oder in gröberen Nöten sind? Markus Kegele, wie sieht es da aus zu diesen Fragestellungen? Also ein großes Thema ist natürlich die Mitarbeiter, wie vorher eingangs schon erwähnt. Wir haben die Befürchtung, und es stellt sich auch schon raus, dass die Mitarbeiter leider Gottes abwandern. Es ist natürlich auch nicht förderlich, wenn das AMS Mitarbeiterschulungen anbietet, Umschulungen wohlgemerkt von Fachkräften aus der Gastronomie und dem Tourismus. Ich finde, das ist ein Schritt zu viel. Wir brauchen Fachkräfte selber. Besser wäre, die Fachkräfte oder diese Leute weiterzubilden in ihrem Bereich, wo sie arbeiten, wo sie gerne gearbeitet haben. Und nicht, dass sogar beim Mitarbeiter eine Abwanderung in andere Branchen stattfindet. Das ist das Letzte, was wir eigentlich brauchen können. Die zweite Frage war, ob es sehr schlecht geht. Natürlich, uns geht es allen sehr schlecht. Wir kämpfen ums Überleben. Diese Maßnahme für den Dezember hilft uns selbstverständlich. Wir werden darüber kommen. Nur schauen wir wieder einen Schritt weiter, was passiert ab 7. Januar. Das ist das große Thema. Über diese Frage können wir eigentlich erst diskutieren, wenn wir im April angelangt sind. Also momentan habe ich keine Information, dass jemand insolvent ist. Dann war noch die Frage, ob diese Abwicklung der Förderungen bisher unkompliziert war und schnell gegangen ist. Wie sind da die Erfahrungen gewesen? Die November-Förderungen, was ich gehört habe, mitbekommen habe, die Winterhotels sind ja kaum betroffen. Die Förderung galt ja für den November und nicht für die Winterbetriebe, die zu 90% im Dezember öffnen. Aber was ich gehört habe, sind die Abwicklungen sehr rasch gegangen. Man hat sich da das Beispiel genommen an der Vorarlberg-Lösung vom Mai auf April, Mai. Da wurde es sehr unkompliziert, unbürokratisch, konnte der Antrag gestellt werden und ebenso schnell innerhalb von 4-5 Tagen wurde das Geld ausbezahlt. Wie der Mike schon sagte, schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe. Das ist ganz wichtig. Bei der neuen Förderung werden wir schauen, wie es funktioniert. Das wissen wir noch nicht. Das ist erst seit gestern offiziell. Ja, vielen herzlichen Dank. Das waren soweit auch die Fragen, die Journalisten gestellt haben, kurz zusammengefasst. Vielleicht noch ein kurzes Schlusswort, Markus Kegele, bevor wir die Pressekonferenz schließen. Also ich möchte nochmal betonen, wir hätten gerne offen, wir würden alle gerne arbeiten, wir, die Unternehmer, die Mitarbeiter, die Gäste würden gerne kommen. Die Skilifte laufen ab 24. Wir haben keine Gäste da. Es ist für alle verboten, Gäste aufzunehmen. Wir können es nur akzeptieren und das Beste daraus machen. Unsere Branche ist sehr, sehr, sehr hart im Nehmen. Und ich appelliere an all meine Kollegen, dass wir diese Phase überstehen werden. Und ich bin ein bisschen optimistisch für den Rest vom Winter, wenn die Politik es schafft, ihre diplomatischen Fähigkeiten einzusetzen, nämlich mit ihren deutschen Kollegen hauptsächlich zu sprechen, dass diese Reisewarnungen wegkommen, dass die Quarantäneverpflichtung wegkommt, dass man sich hier endlich einmal einigt und auf einem Niveau spricht. Das wäre für uns ganz entscheidend. Weiters bedanke ich mich auch für das Interesse von sehr vielen Kollegen, die mit uns mitarbeiten, die uns unterstützen, die uns ihre Meinungen mitteilen, etc. etc. Je mehr wir arbeiten, wir sitzen alle im selben Boot, desto einfacher ist es für uns, nach Wien, dort, wo es eigentlich entschieden wird, eine Stimme zu haben. Zu guter Letzt möchte ich noch darauf hinweisen und mich bedanken bei den Unternehmen, Unternehmerinnen, bei diesen Privatpersonen, die Vorarlberg ist, diesen Gutschein gekauft haben und diesen Gutschein Vorarlberg Urlaub gekauft haben und noch kaufen werden. Es ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk. Sie brauchen nicht rausgehen
online bestellen von zu Hause aus. Wir schicken Ihnen das zu und Sie genießen ab Jänner ein Stück Vorarlberg kulinarisch oder bei der Übernachtung. Es ist überall gültig und ein wunderschönes Geschenk, kann ich nur appellieren, online zu bestellen. Und ich wünsche eine gute Zeit. Vielen Dank. Ja, danke, Markus Kegele. Ich darf noch eine Zahl nachliefern, weil noch die Frage war, ist die Saison mit Inländern nur zu bewältigen? Da haben wir Statistiken, dass in den Vorjahren der Anteil der Inländer zwischen 7 und 9% war. Insofern über 90% ist diese Branche abhängig, vor allem in der Übernachtung vom ausländischen Gast. Ich glaube, das spricht für sich. Ich wollte nur diese Zahl noch nachliefern und bedanke mich fürs Interesse. Und schließe somit die Pressekonferenz, wünsche einen guten Tag. Vielen Dank.